Willkommen beim ältesten McDonald's der Welt. Und natürlich gucken wir uns den jetzt an. Der älteste McDonald's der Welt ist nicht der erste McDonald's der Welt. Der steht nämlich woanders. Aber dieser hier steht in Los Angeles. Und ja, so haben damals mal die McDonald's-Läden ausgesehen. Ich würde sagen, wir gehen mal hin, bestellen mal was. Denn es gibt noch ein integriertes Museum mit dabei. Das schauen wir uns auch mal an. Wir sind hier außerhalb von L.A. So, ich sag mal, vom Zentrum ungefähr so dreiviertel Stunde ungefähr entfernt. Aber ich würde sagen, wir gucken mal, was hier so Schickes gibt und was wir hier so Schickes bestellen können. Einmal Hashbrown. Also Mini Hashbrown. Reibekuchen, Hashbrown. Geht, ne? Und ein, leider sind wir noch zur Frühstückszeit hier, also es gibt noch keine regulären Burger. Deswegen müssen wir uns noch mit anderen Frühstücksgeschichten hier, ich habe hier so ein Bacon Egg McGriddle oder so habe ich mir bestellt. Keine Ahnung, ob der schmeckt. Ist auf jeden Fall sehr klein, der Kollege. Geht. Schnell, schnell ist weg. Kann man sich mal antun. Ne? Ist nicht deins? Was war für eine Pulette hier? Ne? Kein. Ist so wie Pancake. Mit Ei, Bacon und irgendwie einer süßen Soße. Extrem, aber lecker. Mag man oder mag man nicht. Und ach, der Käse ist auch noch oben drauf. Naja. Ja, nebenan gibt es hier noch so ein Pavillon. Da kann man hier sich hinsetzen und ganz normal essen. Und hier kann man jetzt nicht bestellen. Hier ist so noch so ein kleines Mini-Museum, würde ich jetzt mal sagen. Ich glaube, das ist auch, ich weiß gar nicht, ob das ein offizielles Museum ist oder von McDonald's. Also, weil das halt eben dieser McDonald's, habe ich gerade gesehen, auf der Tüte ist ein privat geführter, also wie in Deutschland ja auch oder anderen Ländern, ist das ja ein Franchise. Und das scheint ein privat geführtes Unternehmen, es muss sich zig Generationen sein, die vielleicht hier sogar auch selber so ein Museum hier hingetackert haben. Wie gesagt, ich habe keine Ahnung, ob das, also McDonald's weiß das mit Sicherheit, aber ob das von McDonald's jetzt selber ist, keine Ahnung. Wir gehen mal rein, wie gesagt, gibt es nicht super, also ein bisschen Historie hier zum Beispiel, da kommen wir jetzt zum ersten McDonald's. Überhaupt, und zwar sind das hier diese originalen Türen von Elk Grove Village in Illinois. Da stand nämlich der allererste McDonald's. Das sind hier die Türen, die originalen Türen von der Academy, die da damals benutzt worden sind. So, und hier drin hast du dann, läuft ein Video. Und hier gibt es dann ganz viel historische Geschichte und logischerweise auch Artefakte. Also sprich, hier sind eine der ersten Shake-Maschinen, die sowieso immer kaputt sind. Also ich hatte gerade noch Shake gefragt, gab es natürlich noch nicht. Das war Frühstückszeit. Dann hier so ein paar Collagen hier. Hier noch mehr Historie. Und logischerweise auch hier Onkel Ronny ist auch hier am Start. Und dann gibt es hier so immer so ein paar, also Zeitungsberichte. Diverse aus diversen Dekaden. Ach ja, Toiletten sind ja auch versteckt hinten in der. Können wir mal gucken hier. Ist ja da drauf. Man weiß ja mal, wie es auf den Toiletten aussieht. Und halt eben so ein paar Sachen, auch weiß ich, wie im Original früher die Tabletts waren. In groß oder in klein. Wahrscheinlich heute super viel wert, wenn man so ein Ding noch hat. Dann die kenne ich auch noch aus den 80ern oder 90ern. Die ersten Schaumstoffverpackungen, die gab es ja auch nicht mehr lange. Und hier nochmal so eine Kasse. Mit original handgeschriebenen Quittungen teilweise noch. Incidentally, this is a great sandwich at home. Fix it up. You grill it in butter.
And put a slice of cheddar cheese on top, one on the bottom, and put it on toasted bun or bread. And they call that a hula burger. And they said, I like the hula, but where's the burger? Wenn ihr also mal in L.A. seid und sowieso Sightseeing-Tour macht, dann könnt ihr euch den mit Sicherheit mal antun. Wie gesagt, liegt ein bisschen außerhalb. Ich schreibe mal die Adresse von dem Ding, schreibe mal hier rein. Aber kommt man eigentlich ganz gut hin, mit, dank der ganzen Highways und Freeways oder so. Und ja, wir gucken uns noch ein bisschen um hier. Das ist eigentlich ganz nett hier. Das ist so ein kleiner Vorort, schnieke kleine Häuschen, also so richtig so der American Dream hier. Hier hat man so das Gefühl, dass die Kinder hier alle mit BMX rumfahren und alle hier E.T. hinterherjagen. Also schon echt, schon nicht schlecht. Und das Schild ist sowieso mega geil. Ihr kennt das. Wir sehen uns im nächsten Video. Locker flockig. Und dann wieder.